Moin Pyros, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier draußen auf unserem Feld. Ihr hört und zwar nichts. Wir sind bei unserer Traumlocation wie immer. Ihr seht wahrscheinlich einfach gar nichts. Ich habe Paranoia, dass hier irgendwo irgendwas ist. Aber wir haben sogar Vollmond. Aber wir haben hier unsere kleine Böllermische. Wenn euch das Video gefällt, gerne Like und Abo da lassen. Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Und das ist jetzt ein kleiner Stuff von Pyrorad aus dem Unboxing-Video. Wir werden hier jetzt ein bisschen was zünden, ein bisschen F1, sogar F3 dabei und ein bisschen Stuff. Und wir testen das jetzt hier auch für euch auf dem Feld hier und gucken mal, wie das so abgeht. Ich würde sagen, wir fangen auch ganz klein an. Ich habe da auf jeden Fall richtig Bock drauf. Ich filme halt wieder alleine, so auf Oldschool-Basis. Und ja, und zwar fangen wir, würde ich sagen, an mit den Meteoriten. Die kennt man ja. F1-Meteoriten machen wir mal so drei Stück von allen drei Farben. Die sind von Classic. Hier, Meteoriten von Classic. Ja, normale Meteoriten, ne? Nichts Besonderes dabei. Rauch, auch sehr geil, sehr episch. Ich habe auf jeden Fall richtig Vorfreude auf Silvester. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe richtig, richtig Bock auf Silvester, wirklich mega Bock. So viel zu den Meteoriten. Ich freue mich extremst auf Silvester. So, jetzt haben wir hier einen Komet. Ih, da ist eine fette Schnake. Jetzt haben wir hier Komet. Was ist das? Ah, das ist Vieh. Komet, einen Pyrocracker, Knallkörper. So, hier. Pyrocracker für euch von Komet. Alter, ich hoffe, man hört das auf dem Mikrofon. Das ist ja übelst. Das ist ja brutal, Alter. Und da ist so mit meinem E-Roller gerade auch ausgegangen. Also müssen wir uns jetzt ein anderes Licht besorgen. So, weiter geht's. Alleine ist halt immer ein bisschen schwierig, ne? Weiter geht es mit, würde ich sagen, diesem guten Stück hier. Das ist eine 5X Power Fontäne von, ich glaube, X-Plot war das, oder? Ne, Nico. Gut, zünden wir die mal, bauen wir die hier vorne auf und zünden wir die. Auf jeden Fall, der Sound ist hier extremst geil. Also, die Fontäne, die ist F1, by the way. Sehr schöne F1-Fontäne. Und da können wir direkt auch F1 den Stromboli hinterher machen. Der ist von Xplode. Den machen wir direkt hinterher. Direkt Bock. Ich hatte heute extremst Bock zu zünden. Es ist so schönes Wetter. Es ist warm, aber nicht zu warm. Also hier ist der Vulkan, Stromboli. Junge, der Sound. Hinterher machen wir die Stromboli-Fontäne. Das war ja gerade eben Vulkan. Jetzt machen wir die Stromboli-Fontäne hinterher. Ich hoffe, die bleibt stehen. Die ist ein bisschen schräg. So. Richtig Bock, Alter. Ah, in grün sogar. Aber sehr schön. Ui. Sogar fast schöner als der Vulkan. Hinterher machen wir mal ein paar Pyrocracker. Machen wir so drei Pyrocracker. Dann könnt ihr den Sound auch mal genießen. Und am Ende gibt es dann noch das gute Teil hier. So, Leslie, oder? Nee, Komet. Nochmal ein paar Pyrocracker für den Sound. Ich hoffe, das kommt so geil rüber, wie es für mich ist. Ist das geil, Alter. Hinterher
von Xplode. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Irgendeiner aus dem Stream hat es mir gesagt. Dankeschön, schreibt es gerne in die Kommentare. Xplode, irgendein Feuerwirbel. Ich hoffe, der fliegt hoch. Wäre auch auf jeden Fall sehr episch und sehr geil fürs Video. Ich lege den hier mal auf die gerade Fläche. Xplode, Feuervogel. Extremst schön. Ist sogar hochgeflogen. Machen wir nochmal so einen Pyro-Cracker von dem Blauen. Und dann kommen wir zum Grande Finale. Ich will euch hier einfach so ein geiles Video für unterm Jahr machen. Ist das geil, Alter. Und jetzt F3, glaube ich, sogar. Ja, klasse F3. 0,2 Gramm Dumbum. Ab dafür. Ist das heftig. Ist das krass. Und ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Angucken des Videos. Haut rein, euer Raketenkev. Wenn ihr mehr sehen wollt, ab in die Kommentare. Wir sehen uns.